Total wirrer Zeitungsartikel vom Prinzensänger Sebastian Krumbiegel. Er unterstellt tatsächlich den Ostdeutschen, gierig zu sein, kaum Identität zu haben und kein Heimatgefühl. Das wirre Verhalten des rothaarigen Prinzensängers ist ja nichts Neues. Seit Jahren ist er damit beschäftigt, durch absurde Äußerungen den Ostdeutschen mehr oder weniger in die braune Soße zu tunken, um dann gleichzeitig zu sagen, man könne den Ostdeutschen ja nicht pauschal als rechts abstempeln. Ein absurd sich selbst widersprechendes, widersprüchliches Verhalten. Und nach dem Prinzip geht sein neuester Zeitungsartikel, den man in der Neuen Osnabrücker Zeitung findet, wo er die AfD als Schande für Deutschland bezeichnet und sich fragt, warum so viele Ostdeutsche eine Partei wählen, die das Völkische und Nationale feiere. Und dann wortwörtlich meint, ich zitiere, darauf gibt es keine einfache Antwort. Darauf muss es viele Antworten geben. Und die haben viel mit mangelnder Identität zu tun, mit einem nicht vorhandenen Heimatgefühl, mit Enttäuschung nach zu hohen Erwartungen der letzten 30 Jahre. Ja, richtig. Der gierige Ossi hat in 30 Jahren immer viel zu hohe Erwartungen gehabt. Ja, das sind viel zu hohe Erwartungen, nicht als Deutscher zweiter Klasse behandelt zu werden. Das muss man sich gefälligst als Ostdeutscher gefallen lassen. Oder was will uns dieser krude Sänger damit sagen? Übrigens jemand, der sich für Menschenrechte stark macht. Anscheinend nicht für die Menschenrechte von Ostdeutschen. Auch zu behaupten, der Ostdeutsche hätte kein Heimatgefühl, ist doch Gaga hoch 10. Überall auf der Welt läuft das Prinzip mit dem Heimatgefühl gleich. Da, wo ich geboren werde, fühle ich mich zu Hause, weil ich da einfach aufwachse. Und falls ich dann wo umziehe und da gefällt es mir gut, dann entwickle ich da ein Heimatgefühl und da gefällt es mir und da möchte ich bleiben. Aber das, was der Rest der Menschheit hat, das wird hier einfach mal dem Ostdeutschen komplett abgesprochen. Und an der Stelle möchte ich zu bedenken geben, dieser Typ setzt sich gegen Rassismus ein, hat aber kein Problem damit, mehreren Millionen Ostdeutschen ein Heimatgefühl abzusprechen. Das kann der Ostdeutsche gar nicht haben. Und warum? Weil der Ostdeutsche laut des rothaarigen Sängers eine mangelnde Identität hat. Übrigens, was genau mangelhaft an der Identität des Ostdeutschen sein soll, wird an keiner Stelle erklärt. Das wird einfach so begründungsfrei festgelegt, so als sei das irgendwie ein unumstößlicher Fakt. Wo ich mich frage, was soll denn genau mangelhaft sein? Weil der Ossi sich als Ostdeutscher sieht, soll das eine mangelhafte Identität sein? Oder weil der Ostdeutsche sich aus einem gewissen Eigenverschulden heraus, was man hier vielleicht sehen möchte, sich nicht ganz als Gesamtdeutscher sieht, sondern zu sehr als Ostdeutscher oder was? Was soll dieser absurde Blödsinn heißen? Und warum fällt dem Prinzensänger, der angeblich Antirassist ist, nicht auf, dass das zutiefst rassistisch ist, solch einen Kokolores von sich zu geben? Warum der Ostdeutsche aber zu gierig sei mit seinen hohen Erwartungen innerhalb von 30 Jahren, das kann er etwas genauer erläutern. Ich zitiere an der Stelle mal wieder wortwörtlich. Die von Helmut Kohl versprochenen blühenden Landschaften gibt es mittlerweile. Wenn wir uns die Städte und Dörfer im Osten der Republik ansehen, wenn wir die Infrastruktur in den Blick nehmen, das Handynetz, die Autobahn, all das sieht in weiten Teilen Ostdeutschlands besser aus als in wirtschaftlich schwachen Gebieten im Westen. Als ich neulich im Ruhrgebiet war, fühlte ich mich optisch teilweise an die 1990er Jahre im Osten erinnert. Auch wieder eine Aussage, lächerlich hoch 10. Was bitte soll denn in weiten Teilen heißen? Also ich würde ja gerne mal wissen, welche hochmodernen Dörfer er meint, die so super erschlossen sind. Fällt mir auf Anhieb keins ein. Im Gegenteil, wenn du was heruntergekommen suchst, dann fahr mal durch ostdeutsche Dörfer. Findet man aber in Klein-, Kreis- und natürlich auch Großstädten auf jeden Fall. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Dass es sowas in Westdeutschland auch gibt, ja, warum soll es das nicht geben? Aber im Osten hat das schlichtweg eine ganz andere Qualität und aus ganz anderen Gründen. Kurioserweise merkt der Prinzensänger auch in seinem Artikel an, dass Betriebe nach der Wende durch die Treuhand mit Absicht zerstört wurden, damit sie eben keine Konkurrenz für Westfirmen werden können, kommt dann aber trotzdem noch auf die Idee zu behaupten, aber ich verstehe Leute, denen ihr heutiger Kampf um Geld und Anerkennung zu hart ist. Ja, der abgezockte Ossi, der ist einfach nicht hart genug, sich das zu holen, was ihm eigentlich gehört. So nach dem Prinzip,
Selber schuld. Okay, es könnte sich jetzt natürlich so ein zu Reichtum gekommener Prinzensänger zur Aufgabe machen, diese Sachen aufzuarbeiten, für den Ostdeutschen in den Kampf zu ziehen, für Gerechtigkeit. Aber nee, das macht man lieber nicht, weil man will sich's ja nicht mit der Mainstream-Presse, die ja fast rein westlich ist, nicht verscherzen. Nicht, dass man als brauner Ossi dasteht. Lieber tunkt man selber den Ossi in die braune Soße, in die man selber nicht reingetunkt werden will. Also schreibt man sich ganz groß auf die Fahne den Kampf gegen rechts mit der lächerlichen Begründung, ich zitiere, ich will später nicht sagen müssen, dass ich nichts gemacht habe. Und meint natürlich damit seinen Kampf gegen rechts. Was aber der rothaarige Prinzensänger von sich gibt, interessiert eigentlich so gut wie niemanden mehr. Ich will es mal so sagen, wer bei der Sendung The Masked Singers mitmachen musste, 2024 als Krokodil, der zeigt, dass es mit ihm bergab geht und er unbedingt die Aufmerksamkeit braucht. Und ja, bei dieser Sendung war auch Gil Oferim. Und ja, bei dieser Sendung wird man eher schlecht bezahlt als gut. Wer aber zur Gewalt von Immigranten schweigt und dazu nichts sagt, also jedenfalls in dem Artikel nicht, und dann aber behauptet, ich will später nicht sagen müssen, dass ich nichts gemacht habe, da muss man eigentlich sagen, doch, du hast nichts gemacht. Denn genau das ist ein Grund, warum die Leute die AfD wählen. Und naja, dass unter dieser Gewalt nicht nur Bio-Deutsche leiden oder Deutsche mit Immigrationshintergrund, sondern in erster Linie Immigranten selbst, ja, das ist so eine Sache, die möchten solche Leute wie der rothaarige Prinzensänger eher weniger hören. Und mit der Behauptung, das sei Wasser auf die Mühlen der Falschen, über sowas zu reden, ja, damit ziehen sich ganz viele Leute aus der Affäre. Dass das ein menschenfeindliches Verhalten ist und zutiefst rassistisch, interessiert diese selbsternannten Bessermenschen und Demokraten meistens wenig. Genauso wie es ihnen wurscht ist, den Ostdeutschen ständig zu diskriminieren. Wo ja auch so gut wie niemand erkennt, dass das rassistisch ist. Aber vielleicht sehe ich das ja falsch. Vielleicht hat dieser Prinzensänger völlig recht damit, dass der Ostdeutsche völlig überzogene Vorstellungen hat, ein Heimatloser ist, weil er einfach keine richtige Identität hat. Oder?